Interview Crushing! Nur Spinner sind Gewinner! Keine Angst, wir schneiden das raus. Mindset, Aktien, Immobilien, Expertentalk mit Wirtschaft verstehen zu deinem Erfolg. Ja, herzlich willkommen bei Wirtschaft verstehen einfach und klar erklärt. Wir sind hier immer noch in Darmstadt beim Immopreneur Immobilienkongress vom Thomas Knedel. Und je später der Abend, umso interessanter die Gäste, ne, mag man schon sagen. Wir haben hier sehr interessante Gäste nochmal bei uns. Ne? Wir, das heißt der Michael Beer. Hallo zusammen. Ja, Junginvestor, Immobilieninvestor und ich natürlich der Wirtschaftskrise. Und wir haben hier die Babs und den Max. Hallo. Ja, hallo. 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 Normalerweise heißt Hallo Babs. Hallo Max. Hallo ihr beiden. Ja, gute Stimmung ist Programm. Ne? Und ich stelle euch ganz kurz vor und dann legen wir los. Das Interessante ist, die Babs, ja, die ist alleinerziehende Mutter. Ne? Und das ist ja noch nicht so ungewöhnlich. Aber was kommt dazu? Sie hat einen riesen Portfoliobestand an Immobilien. Ne? Darf man sagen, wie viel? Mhm. Ja, das sind über wie viel? Über 300 Wohneinheiten. Über 300 Wohneinheiten, ja. Und passend dazu hat sie jetzt einen eigenen Podcast, Immo Stories mit Babs, ne? Und Max ist auch immer dabei. Und ja, das ist sehr, sehr erfolgreich. Wir sind hier über den Kongress gegangen, wir werden da und überall angesprochen. Ne? Ihr habt keine ruhige Minute und darüber wollen wir jetzt ein bisschen talken. Ja, genau. Also, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Ihr habt jetzt diesen Podcast ja gestartet. Hättet ihr gedacht, dass das so ein Erfolg wird? Ich wusste, dass wir Wellen schlagen werden mit dem Podcast. Ja. Babs, für Babs war ja Podcast oder allgemein so dieses Internet-Business und was es da alles gibt an Möglichkeiten, welche Reichweiten man da generieren kann, alles neu. Ja. Ich habe gewusst, dass wenn Babs mit ihrer Story, die so genial ist, die so einzigartig ist, wenn wir damit online gehen, das wird Wellen schlagen. Mhm. Auf alle Fälle wird es Wellen schlagen. Ja. Aber dass dann ein Taifun kommt, der alles wegfegt, ja, das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ja, schön erklärt. Ja. Warst du denn vorher online-mäßig schon irgendwie aktiv? Ich glaube nicht. Nein. Du hast ja bei dem Podcast gesagt, Nein. Du warst unsichtbar. Nein, ich war wirklich unter dem Radar geflogen. Ja. Ich habe 17 Jahre lang Immobilie gemacht. Ich verwalte über 17.000 Quadratmeter Wohnfläche mit einem, ja, also 95 Hektar Areal. Das ist schon sehr, sehr groß und ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich flog viele Jahre tatsächlich ganz im Verborgenen und habe das erst dem Immopreneur-Stammtisch und den Jungs dann zu verdanken, dass sie gesagt haben, Mensch, Babs, deine Story ist einfach so einzigartig. Es wird wahrscheinlich deutschlandweit wirklich keine Frau geben, die mit solchen Beständen, mit deinem Wissen, mit dem ganzen Thema aufgestellt ist, wir müssen dich rausbringen. Und dann war bei mir das Thema, bringt den Mut auf, es zu tun, und wir haben es dann getan. Und ja, also wir sind wirklich mit dem Podcast im Moment die Nummer 1 platziert vor amerikanischen Stars wie Tim Ferriss. Tim Ferriss und vor Alex Fischer und vor alle anderen Jungs. Ja, vor dem Immopreneur. Sven Lorenz, ja. Schneid das raus. Sven Lorenz, richtig reich, ja. Jim Mentor, der Thorsten Gerber hat mich interviewt und das hat solche positive Feedback reinbekommen. Wahrscheinlich ist es der Mut, die Motivation dessen, dass ich sage, ich wollte das für alleinerziehende Mamas machen und dann kamen die ganzen Investoren und sagen, wow, nur Mamas, es geht gar nicht. Bam, wir ballern dann alle rein. Das müssen eigentlich alle wissen. Alle sollen das erfahren, was wir tun, wie wir das machen und deshalb dieser Podcast. Ja, sehr, sehr cool. Und was sind eure Ziele? Wie soll das weitergehen? Ihr habt ja jetzt den Erfolg, wollt jetzt auch irgendwie darauf aufbauen. Ich habe gehört, da sind einige hier beim Kongress, die haben gesagt, Podcast schön und gut, aber wir würden euch gerne live erleben. Genau, wie soll es weitergehen? Ja, also ich fliege erst einmal nächste Woche zu Mehmet Göker. Ach. Da mir das sehr wichtig ist, ich liebe solche Menschen, die einfach mal ein offenes Mindset haben, die offen sind. Und er ist für mich der geilste Spinner. Ich sage ja immer nur, Spinner sind Gewinner. Ja. Und er ist für mich absolut der geilste Spinner. Und deshalb fliege ich dahin, mach einen Podcast mit ihm und mach mir einfach eine schöne, tolle Zeit und erforsche ihn so ein bisschen. Was ist er für ein Mensch? Ja. Wie geht er mit gewissen Dingen um? Und da freue ich mich sehr.
Und wie geht's weiter? Ich habe jetzt mein Buch, die ist jetzt im Lektorat und kommt Mitte Januar raus. Und ich würde dann gerne mit dem Buch deutschlandweit zu jedem Immopreneur-Stammtisch persönlich anreisen und das Buch vorstellen, ein bisschen aus dieser Story zu lesen und einfach den anderen Mut zu machen und zu sagen, komm, mach mal alle, macht euch frei, erfüllt euch eure Träume, habt Mut. Ja, das ist in der Tat eine tolle Sache. Ich finde das auch mit Mehmet Göker toll. Ich kenne auch die ganzen Berichte natürlich und das ist auch eine Inspiration. Ne? Allein diese Power, die dahinter steht. Ne? Ja. Und das mit gleichzeitig muss man jetzt auch dazu sagen, ne? Wir haben so eine Riesenwelle, den Taifun haben wir geschlagen, also der Taifun, der dann ausgebrochen ist. Und es kamen sehr, sehr viele Anfragen dann, ja, per E-Mail, über Facebook und so weiter. Babs, was ist damit, was ist hiermit? Und Babs ist so eine Person, die will auch gerne jedem helfen. Und die will auch jeden mitnehmen und sagen, hey, vor allem die Anfänger, die jetzt null haben, will sie sagen, hey, dich ziehen wir hoch auf 10 und danach kannst du selber mal laufen. Wir doppeln das. Und danach, und die 10 haben oder 20 haben, die machen wir doppelt. Ja? Dann machen wir aus 10 machen wir aus 20, aus 20 machen wir 40 und so weiter. Ja. Und, also geht nicht, gibt's nicht. Geht Leute, nicht, gibt's nicht. Wir haben jetzt einen Spinnerclub gegründet, spinnerclub.de. Und dort werden wir den Investoren einfach helfen, deine Ziele zu verwirklichen. Ja. Ne? Und dieser Spinnerclub ist einfach die Möglichkeit, um diese ganzen Anfragen, diese ganzen Leute, diese ganzen Massen mitzunehmen und auch wirklich an die Hand zu nehmen und dahin zu führen, dass die eben dahin kommen. Ja. Und eben. Weil wir haben eben nach einem System gesucht, wie man das einfach bündeln kann, wie man dem auch gerecht wird, den Leuten zu helfen, also den Leuten helfen und gleichzeitig Leute eben auch mitnehmen. Ja? Und da haben wir solche Systeme, mit dem Spinnerclub konnten wir eben diese Systeme schaffen und auf www.spinnerclub.de gibt es dann eben die weiteren Funktionen. Das Coole ist ja, wenn einer dann zu dir sagt, du spinnst wohl, das ist ja ein Kompliment. Ne? Eben. Das erwarten wir dann. Ja. Weil ich glaube, nur wenn man dann geil zusammenspinnt, ist das Thema erfolgreich. Ja. Absolut. Ja. Das hatte ich ja anfangs von der Babs auch gedacht, ja. Was ist denn das für eine? Und dann sagt sie mir, sie hat über 300 Einheiten und ich dachte, wow! Ja. Und es hat mich so dermaßen motiviert, ja, dass ich gesagt habe, Wahnsinn, dass eine Frau sowas schaffen kann. Ja. Das zieht einen halt auch mit, ne? Weil man auch die Maßstäbe verschiebt. Ne? Das ist ja immer so, denke ich, man hat ja immer so ein Bild im Kopf von Menschen, ja? Oder denkt, okay, da ist jemand alleinerziehend, dann ist es nicht möglich. Und auf einmal kommt jemand daher und macht Dinge, die man für unmöglich hält. Ja. Ne? Und das ist das, was einen auch motiviert, ne? Denke ich schon. Also so ist es bei mir. Ne? Ja. Motiviere ich dich? Ja, schon, klar. Ja. Ja. Und was ist der nächste Step jetzt? Wie weit bist du jetzt? Ja, der nächste Step ist natürlich, dass ich einfach weiter Gas geben werde und hier den Kanal weiter aufbauen werde, weiter Immobilien kaufen werde. Ich habe jetzt auch mich selbst dafür durchgerungen. Ich hatte ein tolles Buch, Stefan, ja, das Buch, genau. Buch rausgebracht. Das wollte ich gerade sagen. Wir wollten die pitchen. Ich weiß jetzt nicht, bitchen, Babs, bitchen. Das sage ich, okay. Ja. Nee, aber das ist wirklich so. Das war ja auch, ich habe das lange so vor mich hingedruckst. Und ich gesagt, ah, das ist so schwierig und so, das ist ein Printbuch, ne, das gibt es bei Amazon, das rauszubringen. Und da habe ich es irgendwann gemacht und da habe ich wirklich gemerkt, ja, ist gut, dass ich es gemacht habe. Und der Zuspruch ist da, alle Rückmeldungen super. Ja. Und dann macht es auch Spaß. Ne? Ja. Aber eben dieses, es gibt ja die intrinsische und extrinsische Motivation. Ne? Und manchmal braucht man, selbst wenn man von innen eigentlich grundsätzlich der Mensch ist, der gerne was macht und kreativ ist und Leuten was beibringt, manchmal braucht man trotzdem von außen noch einen, ne? Der mal sagt, hier komm, mach weiter. Ja, also ich trete dir gerne in deine Allerwertfüße. Also da bin ich spezialisiert. Ja. Hast du ja bei mir schon gemacht. Ja. Bei Michael gemacht. Michael ist sehr, sehr erfolgreich damit, genau. Ja. Ja, das Erstaunliche ist auch bei Michael, der gibt auch wirklich Knallgas. Ne? Der ist 28 und mit Immobilien ist das wirklich der Wahnsinn. Ne? Wir haben es ja im Podcast auch, du warst ja schon bei ihrem Podcast. Ja. Genau. 51 Einheiten in 2 Jahren. Ja? Ja. Das soll erstmal einer schaffen. Ja. Ja? Ja. Okay. Interview crushing! Nur Spinner sind Gewinner! Keine Angst, wir schneiden das raus. Schneideverbot! Ja. Ja, da haben wir wieder einen vollen Club, ne? Ja, der passt ja, auch also rein. Passt gut rein. Ja. Es wird nicht rausgeschnitten, wir belassen das. Stefan Stolp, Immopreneur Live. Ja, toll, was die Jungs da einfach auf die Beine gestellt haben. Ja, absolut. Toll, dass es alles, das gibt es uns, wird uns so nicht geben in dieser Konstellation. Ja. Daher, toll Stefan und toll Thomas, wenn ihr das seht. Super, wir lieben euch. Wir lieben euch. Super.
Ja, es ist wirklich toll, dass das auch, der Thomas kann ich zum Beispiel sagen, Knedel, der hat mich die ganze Zeit, beim YouTube-Kanal habe ich alles selber aufgebaut, ja, ich habe da kein riesen Team oder so, der hat mich von Anfang an, habe ich angefragt, möchtest du ein Interview machen, der gesagt, ja klar, machen wir, ganz unkompliziert, ich hätte gar nicht gedacht, dass der dann direkt so ja sagt, ne, und der hat mich von Anfang an mitsupportet und das finde ich auch ganz klasse, da möchte ich auch an der Stelle auch nochmal Danke sagen, ja, solche Leute braucht man eben. Ja, ja genau, ja. Die einem helfen, ja. Ja, ja, komm, genau. Ja. Komm zu uns in den Spinnerclub. Ja. Wir Spinner sind Gewinner. Ja, genau. Ja, okay. Jetzt bist du nochmal dran. Ja, ich möchte mich auch nochmal bei dir, Steffen, bedanken und natürlich bei dir, Babs, ja, und Max sowieso. Ja. Ihr seid ein super Team. Ja. Vor allen Dingen, ihr zwei habt ihr wirklich mit eurem Podcast, auch dass ich mich da selber mal drin verwirklichen konnte, wirklich so geholfen und wenn man sich dann selber reflektiert, und hört, was man eigentlich in kürzester Zeit leisten kann. Ja, muss ich echt sagen, top Arbeit auch an eurer Seite und bin ich echt dankbar. Ja, dafür. Wir sind stolz wirklich. Auf Michael. Ja, das ist super. Seine Leistung wirklich, einfach wirklich. Ganz toll. Und ich muss mich auch nochmal ganz herzlich entschuldigen, Barbara oder Babs, ja, für das, was ich, du hast mich so nett auf die Bühne bei deinem Vortrag gerufen und mir war leider ging es mir nicht gut und ich musste den Saal verlassen und war genau in dem Moment nicht da. Aber trotzdem nochmal. Vielen Dank für alles. Ja, also wir wünschen euch alle noch eine schöne Zeit. Ja. Ich kann es jetzt verraten, ich habe ihm was ins Essen gekippt. Wahrscheinlich, ja. Das, super. Ja. Damit er nicht abhebt. Ne? Genau. Also ich habe Fürsorgepflicht. Natürlich. Fürsorgepflicht, genau. Natürlich, immer. Ja, immer. Okay. Ja. Super. Ja, okay. Ja. Okay, wenn Fragen sind, ne, Kommentare gerne unter das Video. Ne? Wir antworten natürlich. Wir verlinken das Video, genau, mit unserem Club. Ja, so, genau. Und wir verfolgen euch natürlich weiter. Ja, vielen Dank. Ja, genau, und bedanken uns. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.